Vor dem dritten Super Bowl sagte Jets Quarterback Joe Namath: Wir werden dieses Spiel gewinnen, das garantiere ich Ihnen. Gegner damals die Colts. Die spielten da noch in Baltimore und in der NFC. Jetzt stehen sich die Jets und die Colts im AFC-Endspiel gegenüber und Joe Namath traut seinen Jets absolut einen Sieg zu. Er glaubt, dass die Jets genau wie damals zu sehr unterschätzt werden. Das Team wisse aber, was es könne, und es glaubt an sich. Es hat bewiesen, dass es gewinnen kann. Da ist Dwight Freeney etwas anderer Meinung. Der Defensive End der Colts weist darauf hin, wie gut Indianapolis New York im Griff hatte, bevor sie in Woche 16 ihre Starter aus dem Spiel nahmen. 15-10 führten die Colts zu diesem Zeitpunkt, bevor sie mit ihren Ersatzleuten 29-15 verloren. Wenn Peyton und der Rest weitergespielt hätten, meinte Freeney, wäre das Ganze etwas anders verlaufen. So oder so, ohne die Trickserei der Colts mit den Startern wären die Jets erst gar nicht in die Playoffs gekommen. Hier haben sie sich bisher schon beachtlich weitergekämpft. Die Fohlen müssen nun aufpassen, dass ihnen die Jets nicht den Hintern versohlen. Die Defense hatte den eigentlich beachtlichen Angriff der Chargers sehr gut im Griff. Natürlich ist Peyton Manning als Quarterback ein ganz anderes Kaliber als Philip Rivers. Aber die von Darrelle Revis gedeckte Anspielstation ist aus dem Spiel. Auf der anderen Seite ist die Offense der Jets nicht gerade ein Überflieger. Die Defense der Colts aber eine der besten der Liga. Auch wenn Indianapolis das schlechteste 14-0 Team aller Zeiten war, ein knapper Sieg der Colts sollte drin sein. Die Cowboys haben den Vertrag mit Head Coach Wade Phillips bis zum Ende der Saison 2011 verlängert. Dallas hat mit Phillips zweimal die NFC East gewonnen, die wohl härteste Division der Liga. In diesem Jahr gab es zudem den ersten Sieg in einem Playoff-Spiel seit 1996. In der nächsten Runde sahen die Cowboys allerdings wie ein Opferlamm, das zur Schlachtbank geführt wird, aus, nicht wie ein professionelles Footballteam. Seine Bilanz inklusive Playoffs in Dallas ist 34 Siege, 17 Niederlagen. Ob Dallas mit Phillips den Super Bowl im eigenen Stadion nach der kommenden Saison erreicht, darf bezweifelt werden. In New York grassiert das Jets-Fieber. Der Bürgermeister der Multimillionenstadt benannte inoffiziell Manhattan in Revis Island um. Damit möchte er den wichtigsten Spieler des Teams, Pro Bowl Cornerback Darrelle Revis, ehren. Am Times Square enthüllte er ein Straßenschild mit dem Namen Revis Island, das so lange stehen bleiben soll, wie die Jets in den Playoffs bleiben. Am Montag könnte es also vielleicht schon wieder abgebaut werden. Bei den Saints konnten Safety Darren Sharper, Wide Receiver Robert Meacham und Tight End Jeremy Shockey nicht trainieren. Sharper und Shockey sind am Knie verletzt und gerade Sharper, der Quarterback der Defense, würde schmerzlich vermisst werden. Head Coach Sean Payton ist aber zuversichtlich, dass alle drei werden spielen können. Das waren die Nachrichten aus der NFL von www.win-football.de. Mein Name ist Dave und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.